gekündigt hat, erlebt der künftige Ferrari-Pilot bei seinem alten Team einen Schreck nach dem anderen. Gestern ein völlig verpatztes Training durch sehr viele Defekte und heute ein alarmierender Unfall im Regen von Spa. Aquaplaning im abschüssigen Teil bei den alten Boxen vor der gefürchteten Senke von Eau Rouge. 240 km/h und ein angsterregender Unfall. Gerd Berger hat Glück, er kommt unverletzt davon, schockiert, mit Schleudertrauma und ziemlich nachdenklich. Ja, ich habe Panik gehabt und habe mir kräftig angeschlagen. Bei welcher Geschwindigkeit? Fünften Gang, weiß nicht, 230, 240. Das ist das die schnellste Stelle ins Bar? Nein, das ist nicht die schnellste Stelle, aber das war da gerade beim Beschleunigen. Da geht der Bach über die Strecken und man hat zwei Stellen, wo man kein Planning hat. Und normalerweise die letzten Runden ist aber schön gegangen und bin zwar immer schon ein bisschen quer gestanden, aber es war okay. Und das Mal bin ich, ich war in der Box und inzwischen hat es ein bisschen stärker regnen angefangen und habe einfach den Bach unterschätzt und Auto ist im rechten Winkel abgebogen. Sie haben sich gedreht? Nein, das ist nicht viel zum Drehen gewesen, ich bin gleich in die Leitplanken und dann bin ich zwischen die Leitplanken hin und her gefahren. Sie sind aber sofort ausgestiegen? Ja, ich bin gleich ausgestiegen, weil ich beim zweiten Anschlag habe ich Feuer gesehen hinten und dann habe ich den Feuerlöscher habe ich noch angestellt und unter dem ich noch eingeschlagen habe, habe ich den Feuerlöscher angestellt. Und dann habe ich aber nicht genau gesehen, dann bin ich gleich raus, weil ich nicht wusste, ob es das Feuer aus ist oder ob es noch brennt. Es ist Ihnen aber nichts passiert? Nein, schwindelig ist mir. So schlecht ist man, aber ist okay. Du hast dich hingesetzt, den Schock erst einmal verdaut. Wie lange brauchst du als Rennfahrer, um so einen Unfall abzuschütteln? Na, ist okay. Jetzt kann man schauen, ein bisschen hinsetzen und ein bisschen rosten, dann geht's wieder. Ja, du hast die Runde vorher runtergeschaut im Cockpit. Ist da irgendein Problem gewesen? Schalten oder irgendwas? Nein, da habe ich gerade irgendwas umgestellt. Fünf Runden noch zu fahren in Spanien. Vielleicht das gleiche Fotofinish, wie wir schon in Madrid-Jarama erlebt haben, damals 1981 mit dem unvergesslichen Kanadier Gilles Villeneuve. Also, ohne Frage, ich muss mich verbessern. Es war falsch von mir, die Entscheidung, an die Box zu fahren, richtig, weil er hat anscheinend total weiche Reifen aufgezogen und ich glaube, dass er problemlos Prost einholen wird und kann. Ich glaube auch, dass er noch an Senna herankommen wird, aber das wird zu spät sein. Ich glaube, dass er Zweiter werden könnte. Er ist jetzt schon ganz knapp hinter Prost und wird ihn die oder die nächste Runde überholen. Und er ist schon hinter Prost, das ist jetzt ganz klar und in der Runde wird er ein Vorfahren. Er versucht aus und jetzt innen. Und ist vorne. Nein, das ging doch nicht. Prost blockiert natürlich, wo er kann. Wir werden sich Prost nicht lange wehren können, weil der Reifenvorteil von Senna natürlich enorm ist. Und sie werden sehen, ob er kurz oder lang wieder vorne sein. Senna hat natürlich jetzt einen Vorteil, dadurch, dass Prost ihn aufhält, weil dann kann er sicher nicht mehr einholen. Vielleicht mit ein oder sogar noch mehr Runden im Plus. Ja, kann er noch mehr Ladedruck geben und seine Reifen sind da, das haben wir gesehen, noch wesentlich besser beisammen als die Reifen vieler anderer Wagen, weil der McLaren vor allem mit vollen Tanks so neutral, so gut balanciert auf der Straße gelegen ist. Ja, und er ist vorn. Menzel hat Prost überholt. Damit Menzel ist Zweiter. Der Held des Rennen, wieder Zweiter. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich vielleicht doch nicht mehr so gut aus, dass ich nicht mehr fahre. Reifenwechsel war absolut richtig und er hat auch die richtigen Reifen montiert. Wahrscheinlich ganz weiche, die ihm jetzt in der Endphase einen wahnsinnigen Vorteil geben. Das heißt, der Reifenbogen an anderen Teams auf einen Satz zu bleiben und zu glauben, dass man durchkommt, war nicht richtig. Wahrscheinlich hätte man dieses Rennen schneller fahren können, wenn man in einer halben Zeit wegkommt. So muss man zur Verteidigung der meisten Fahrer sagen, dass auf den Kurs keine Erfahrungswerte gibt. Und Senna und Bentl wahrscheinlich aus einer Emotion heraus, nachdem ihn Senna überholt hat, in die Box gekommen ist und die Entscheidung war richtig. Jetzt kann man natürlich fragen, was wäre gewesen, wäre Menzel ein paar Runden früher in die Box gekommen. Ich würde jetzt sagen, dass das Rennen wahrscheinlich leichter zu gewinnen ist mit einem Boxenstopp, den man ungefähr in der Mitte des Rennens macht und unter Umständen dann mit C-Reifen das Ende des Rennens durchfahren. Nur wie gesagt, keiner hat Erfahrungen hier und deswegen muss man sich auf die Möglichkeiten, die man im Training hat, zu probieren verlassen. Also nochmal C, das sind die weichen Reifen, A, die harten oder die härtesten, B, die mittleren, C, die weichen und da gibt es noch die Qualifikationsreifen. Ganz klar, je weicher ein Reifen, umso schneller kommt er auf die richtige Temperatur. Man braucht Temperaturen von 50, 60 Grad, um wirklich optimale Bodenhaftung zu erzielen. Ja, die Spannung jetzt im Autodrom von Jerez steigt natürlich mit jeder Runde. Ja, war unmöglich. Ich glaube nicht, dass Menzel Senna einholen wird. Menzel hat sich überraschenderweise in dieser Runde bei 1.32.4 eingebremst. Senna fuhr 1.31.3. Also das, was eigentlich niemand erwartet hat. Senna eine Sekunde schneller als Menzel in dieser Runde. 5,3 Abstand zwischen dem Lotus und dem Williams. 5,354, um es genau zu sagen.
Es geht noch zwei Runden, es wird sich nicht ausgehen. Das kann man jetzt schon ganz klar sagen. Menzo wird Senna nicht einholen können, der Vorsprung ist einfach zu groß. In der 70. Runde Menzo 1,28,1 und Senna 1,30,0. Dass Menzo in dieser einen Runde über zwei Sekunden langsamer war als jetzt, glaube ich, ist ein Beweis dafür, dass vielleicht Menzo nicht der weiche Rennreifen montiert hat, sondern vielleicht sogar Qualifikationsreifen, dass er eine wirklich relativ langsame Runde gedreht hat, um für die letzten Runden dann noch einmal voll angreifen zu können. Ich glaube, dass der Reifenvorteil schwindet, indem die Reifen heiß werden und nachlassen, besonders wenn er weiche montiert hat. Deswegen kann er mit der Geschwindigkeit einfach nicht weiterfahren. Senna hat jetzt wieder das Problem, dass er einen überrunden muss. Ich hoffe, er kommt gleich vorbei, weil sonst könnte Menzel wirklich an ihn drankommen. Er ist Gott sei Dank schon vorne. Der Jaros ist es, des Belgiers hier die Butzen. Das müsste jetzt in die letzte Runde gehen. Es wird wahnsinnig knapp werden, aber ich glaube nicht, dass es Menzel schafft. Das ist eigentlich hier die einzige Phase, wo er vorfahren könnte. Außer er macht irgendeine Wahnsinnsaktion. Ich glaube nicht, dass es sich ausgeht. 1,5 am Beginn der letzten Runde. Von 5,3 auf 1,5 Sekunden den Abstand reduziert. Das ist schon gewaltig. Aber ich habe es Ihnen gesagt, der Abstand oder die Differenz zwischen Qualifikationstrainingsrunden und Rennrunden 8,5 Sekunden auf diesem Kurs. So, Senna oder Menzel, Lotus oder Williams, auf alle Fälle ein englisches Team, wird gewinnen. Lotus zum ersten Mal seit Herbst in Belgien. Oder Williams, der fünfte Sieg bereits hintereinander. Voriges Jahr im Herbst 3 Siege und heuer der Sieg von Piquet in Rio. Sehr knapp, ohne Frage. Aber ich fürchte, es geht nicht mehr aus. Senna muss jetzt auf der Kampflinie bleiben. Und das reicht. Wir werden sehen, es wird sich nicht mehr aus. Also nur innen bremsen, damit Menzel nicht vorkommt. Einmal noch in die Gerade hinein. Richtige Ausbeschleunigung darf sich jetzt ja nicht verschalten. Es wird wahnsinnig knapp. Und Senna war vorne. Ein unglaubliches Rennen und ein unglaubliches Finish. Bravo Ayrton Senna, bravo Nigel Menzel. Beide haben eine gute Leistung gebracht heute. Menzel, wenn er früher Reifen gewechselt hätte, wäre das sicher ein Vorteil gewesen. Aber ich muss auch sagen, Senna fuhr ein taktisch sehr kluges Rennen. Und man kann wirklich nicht sagen, wer der Bessere war. Ich glaube, es ist ein verdientes Rennen zwischen Senna, Menzel und Prost. Wir sehen nur, wie viel Taktik und wie viel Herz heute in die Grand Prix-Rennen mitspielt, was der Fahrer alles machen muss, wenn also so schnelle Reifenwechsel, Boxenstopp so kurz vor Ende sind. Niki Lauda, danke vielmals fürs Mitkommentieren. Wann machen wir den nächsten Grand Prix? Nächste ist nicht Imola, aber dann in Monte Carlo. Und ich werde natürlich versuchen, meine Kommentare zu verbessern und nicht solche Fehler zu machen wie heute. Wenn der Menzel-Reifenstopp absolut richtig, hätte ihn ein bisschen früher machen sollen, hätte das Rennen gewinnen können. Also kurz, Dankeschön, Niki Lauda. 14.000 zwischen Senna und Menzel. Dritter ist Prost. Vierter Rosberg, fünfter Fabi und sechster Gerhard Berger, also ein Weg. Ist nicht, der Schumacher den Start verpatzt. Und dann hat er das Rennen und die Weltmeisterschaft endgültig verloren durch einen Motorschaden, als er über Wrackteile drüber gefahren ist. 1999 brauchen wir nicht viel diskutieren, der Beinbruch in Silverstone, 6 Rennen versäumt. 1990, voriges Jahr, der großartige Weltmeisterschaftstriumph, die roten Perücken in Asien und heuer. Michael Schumacher in seiner letzten Runde, jetzt trennt ihn nur noch eine Minute von seinem 51. Grand Prix-Sieg. Einstellung des Rekords von Alain Prost. Und 51. Grand Prix-Sieg und als Krönung der vierte Weltmeistertitel. Letzte Runde. Da verdoppeln sich die Pulsschläge in der Ferrari-Box. Auch viele Schumi-Fans, könnte ich mir vorstellen, denken jetzt der Mika Hakkinens letzte Runde von Barcelona. Der Vorsprung von Hakkinen damals war noch wesentlich größer. Der war 40 Sekunden. Und der Vorsprung von Michael Schumacher auf Barrichello 5,5 Sekunden. Und auf David Coulthard 6,7. Noch einmal aufgeschalten. Aus der Zielkurve heraus. Und Michael Schumacher ist zum 51. Mal Grand Prix-Sieger und zum vierten Mal Weltmeister. Barrichello Zweiter. David Coulthard hat getan, was ihm möglich war. Dritter Platz und das ist die Freude von Michael Schumacher über seinen vierten Weltmeistertitel. Herzlichen Glückwunsch. Und Ferrari auch Weltmeister bei den Konstrukteuren. Auch herzlichen Glückwunsch an Ross Brawn, an Jean Todt, die sich da gegenseitig beglückwünscht haben. Ralf Schumacher wird Vierter. Wäre schön gewesen für ihn an einem solchen Tag gemeinsam mit seinem Bruder bei der Siegerehrung zu stehen. Glückwunsch also an Michael Schumacher. Und auch an Rubens Barrichello, der sehr viel beigetragen hat, der immer im Schatten geblieben ist. Aber zu Ferraris Sieg bei den Konstrukteuren, da war der Anteil von Rubens Barrichello sehr, sehr groß. Ralf Schumacher wird Vierter. Ich kann mir vorstellen, dass er in den restlichen Grand Prix-Rennen immer auf dem Siegerfoto sein wird. Mika Hakkinen wird Fünfter.
sicher vor Nick Heidfeld, trotz seinem Boxenstopp noch ganz kurz verendetes Rennen in den letzten Runden. Wir warten auf, wir warten eigentlich auf niemanden mehr, denn Heidfeld da eine Runde zurück. Ist also schon als Sechster in der Wertung. Räikkönen, Siebenter, verpasst um 5 Sekunden gegen seinen Zauberstallkollegen den sechsten Platz und einen Wendepunkt. Achtes Montoya, da wird allen gratuliert. Die